Sie parken mitten auf der Straße. Sie blockieren die Fahrradwege. Sie sorgen für Dauerstaus in den Städten, die Paketdienste. Auch in dieser Woche wieder in Köln. Ein ganz normaler Mittwoch. Es ist nervig, sagen wir mal so. Aber bei so einer engen Straße, ich weiß nicht, wie sie das regeln wollen. Am besten Einbahnstraße, keine Ahnung. Also für Radfahrer ist jedenfalls einigermaßen dramatisch hier. Auch die Umwelt leidet. Lieferwagen sind für knapp die Hälfte der NOx-Emissionen auf den Stadtstraßen verantwortlich, sagt das Forschungszentrum Jülich. Und damit auch für drohende Fahrverbote. Nicht mal einberechnet sind Abgase der Autos, die sich hinter den zweiten Reihe Parkern stauen. Und was macht die Stadt? Eine Lösung des Problems ist kaum in Sicht. Dafür ist einfach der Parkdruck auch in einer Großstadt wie Köln zu groß. Es sind nicht hinreichend Parkplätze für solche Lieferanlässe vorhanden. Dabei entwickeln und prüfen Forscher Alternativen. Rohrpostsysteme, durch die Pakete und Päckchen in die City transportiert werden, sauber und abgasfrei. Auch für Köln könnte das mal irgendwann die Lösung sein. Doch es wird wohl noch Jahre dauern. Nötig sind schnelle Lösungen, sagt auch der Deutsche Städtetag, denn seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Päckchen mehr als verdoppelt. Von 1,6 Milliarden auf 3,3 Milliarden. Und sie wird weiter steigen. Die schnelle Lösung in Dortmund arbeitet man schon dran. Statt mit dem Kleinlaster beliefert Ekaterina Hoffmann Privatkunden mit dem Elektrofahrrad. Das hat Vorteile, nicht nur, weil das E-Bike keine Abgase in die Luft pustet. Ja, der Vorteil ist, dass ich hier direkt vor der Haustür einparken kann, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen, dass ich andere Leute behindere, hier durchzufahren. Rund 80 Pakete liefert sie während einer Tour aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön. Ja, super, danke schön. Ein Nachteil gibt es. In den Anhänger passen weniger Pakete als in einen Lieferwagen. Dafür gibt es nun diese Garage. Sie dient als Zwischenlager, in der die Zusteller ihre Räder wieder beladen können. Leicht sei es nicht, solche leerstehenden Räume mitten in der Stadt zu finden, sagt das Unternehmen. Dortmund hat geholfen. Wir haben stationäre Mikrodepots, wie hier in Dortmund zum Beispiel. Hier hat uns die Stadt Dortmund auch sehr unterstützt, einen passenden Standort zu finden. Wir haben in anderen Städten, wie zum Beispiel in München oder Hamburg oder auch Frankfurt, Lösungen mit Containern, die wir an dafür vorgesehenen Orten abstellen können, von wo aus wir dann die Paketzustellung machen. Neue Lösungen, die sucht auch Düsseldorf. Auch hier gibt es ein Schadstoffproblem. Auch hier drohen Fahrverbote. Für den Kampf gegen die Lieferwagen probiert man hier eine völlig neue Idee. Bisher fahren tausende Lieferwagen pro Tag in die Stadt. Viele, um ein und das gleiche Geschäft zu beliefern. Das Lieferkonzept Düsseldorf lässt die ersten vor der City zu einem Lager außerhalb der Innenstadt abbiegen. Dort werden die Pakete gebündelt und sortiert. Die einzelnen Geschäfte beliefert dann nur noch ein LKW, einmal am Tag. Es ist zurzeit so, dass ca. 10.000 LKWs jeden Tag in die Düsseldorfer Innenstadt fahren. Und davon werden wir 2.000 LKWs von der Straße holen und die hier im Hafen vorher bündeln. Speditionsunternehmer Holger Tehesen hat das System entwickelt. In Charge heißt es. In der Nacht haben alle großen Lieferdienste hier Pakete und Päckchen für die City abgegeben. Für die einzelnen Kunden werden sie hier sortiert. Nur diese Palette für ein Düsseldorfer Fachgeschäft kam von 6 verschiedenen Kurierdiensten. Früh am Morgen ist das Lager gut gefüllt. Fahrer Juan Garcia fährt zuerst in ein Haushalts- und Einrichtungshaus auf der Königsallee, bringt auf einer Palette, was früher 10 Kurierfahrer geliefert haben. Kostenlos ist der Service für den Händler nicht, doch er hat es durchgerechnet. Unterm Strich spart es Geld. Weil wir einfach dadurch sehr, sehr viel Zeit sparen und sehr, sehr viel Arbeit sparen. Wir haben einen langen Weg zur Tür. Die Palette muss immer angenommen werden, sie muss reingefahren werden, sie muss bewegt werden. Es muss eine neue Palette für den Lieferanten mitgenommen werden. Das ist ja dieses Pfandsystem bei den Europaletten. Und das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit. Und so passiert das jetzt einmal am Tag. Und danach können sich dann die Mitarbeiter auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren. Juan Garcia fährt weiter zu Schuhgeschäften, Elektro- und Fotohändlern.
100 Einzelhändler in Düsseldorf beteiligen sich bereits an dem Projekt. In Düsseldorf ist es Teil des Luftreinhalteplans und soll Fahrverbote vermeiden. Der Unternehmer ist zurzeit der einzige mit diesem System am Markt und überzeugt. Dieses InCharge-System wird in jeder größeren Stadt Deutschlands funktionieren. Es setzt einfach voraus, dass die Einzelhändler und die Verbände sich zusammensetzen und der Meinung sind, dass eben auch aus 20 Anlieferungen oder mehr pro Tag eine werden muss. Und daraus ergeben sich ganz klar die Vorteile. Lastenräder, Zukunftsvisionen oder Sammeltransporte. Die Städte suchen händeringend Konzepte, um den Lieferdiensten Herr zu werden. Denn so wie es bisher läuft, wird es auf Dauer nicht funktionieren.